hat er sich aus der Abhängigkeit von der AfD befreit. Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit oder Abhängigkeit mit der AfD darf es für eine demokratische Partei in Deutschland nicht geben. Und da Mehrheiten aus der Mitte des Landtags im demokratischen Zentrum nicht möglich waren, ist es folgerichtig, binnen 24 Stunden ein solches Amt zurückzugeben. Bereits gestern habe ich gesagt, dass baldige Neuwahlen in der jetzigen Situation für das Land der richtige Schritt wären. Neuwahlen würden die Möglichkeit eröffnen, dass die Gesellschaft sich auch wieder versöhnt und der Souverän die Lage neu beurteilen kann. Die Fraktion im Landtag will deshalb eine Initiative ergreifen, um die Selbstauflösung des Parlaments und Neuwahlen zu erreichen. Ich bin irritiert, dass die CDU-Landtagsfraktion in Thüringen ausweislich der aktuellen Medienberichterstattung diese Frage anders beurteilt. Ich fordere deshalb die Union auf, in dieser Frage ebenfalls mit uns den Weg frei zu machen, damit die Bürgerinnen und Bürger die politische Situation neu bewerten können. Wir als Freie Demokraten haben die Situation geklärt. Das erwarten wir nun auch von der Union und ihrer Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Wir stehen für eine Politik der Mitte. Und das bezieht sich nicht nur auf den Standort im politischen System, sondern auch auf die politischen Inhalte, auf abgewogene Positionen jenseits der Ränder. Wir verfolgen andere wirtschaftspolitische Überzeugungen als unsere Mitbewerber. Wir haben ein anderes Bild dessen, was getan werden muss für eine weltoffene, aber zugleich kontrollierte Migrationspolitik. Wir wollen eine Klimapolitik in Deutschland, die ihre Ziele erreicht, aber nicht durch Verbot, sondern durch technologische Innovation. Und gerade eine solche Politik der Mitte in der Sache ist zwingend daran gekoppelt, dass es eine Brandmauer gegen ganz rechts, eine Brandmauer gegenüber der AfD gibt. Das ist für die FDP eine Grundüberzeugung. Wir haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss schon vor Jahren gegenüber der AfD gefasst. Und deshalb bin ich Thomas Kemmerich dankbar, dass er die harte und notwendige Entscheidung getroffen hat, sein Amt zurückzugeben. Thomas Kemmerich hat mir in den letzten Tagen immer wieder bestätigt, dass seine Kandidatur als Symbol für die politische Mitte jenseits von AfD und Linkspartei gedacht ist. So hat der Landesparteirat der FDP vor einigen Tagen hier ja auch entschieden. Zu keinem Zeitpunkt war für mich erkennbar, beabsichtigt, tatsächlich ein Amt zu erreichen. Und aus diesem Grund ist es jetzt auch richtig, da es keine Möglichkeit in der politischen Mitte gibt, zu einer sachbezogenen Zusammenarbeit zu kommen, sich aus der Abhängigkeit der AfD zu befreien. Ich würde als Parteivorsitzender mein Amt nicht fortsetzen können, wenn eine Gliederung, auch nur eine regionale Gliederung der Freien Demokraten, systematisch eine Zusammenarbeit mit der AfD anstrebt oder auch nur eine Abhängigkeit in Kauf nimmt von dieser Partei. Ich habe das gestern bereits unterstrichen, diese sehr persönliche Festlegung, keine Zusammenarbeit mit der AfD unter einem Parteivorsitzenden Christian Lindner. Dennoch ist jetzt eine Situation entstanden, ist eine Lage entstanden, in der auch die Führung, die Bundesparteiführung der FDP neu legitimiert werden muss nach einer solchen Lage. Das ist doch völlig klar. Ein weiter so kann es da nicht geben nach diesen Ereignissen. Und deshalb habe ich zu einer Sondersitzung unseres Parteivorstands am morgigen Mittag in Berlin eingeladen. Und ich beabsichtige auf dieser Sondersitzung des Parteivorstandes
die Vertrauensfrage zu stellen. Nach den heutigen Entscheidungen hier in Erfurt ist es mir möglich, mein Amt als Vorsitzender fortzusetzen, aber ich will mich der Legitimation unseres Führungsgremiums versichern und deshalb gibt es morgen in Berlin eine Vertrauensfrage im FDP-Parteivorstand. Das war das, was ich Ihnen von meiner Seite sagen wollte. Fragen. Frau Herzog. Ich schließe aus Ihren Worten, dass Sie auch Herrn Kemmerich gesagt haben, dass Sie Ihr Amt nicht behalten würden, wenn er die Hilfe der AfD in Anspruch nimmt. Richtig? Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich aus vertraulichen Beratungen nichts berichten will. Herr Kemmerich war sich selbst aber auch über die Situation hier sehr im Klaren. Klar war gestern bereits für mich, dass eine systematische oder auch nur unfallweise zustande gekommene Kooperation mit der AfD für mich nicht tragbar ist. Und auch die FDP in Thüringen hat das ja zu jedem Zeitpunkt ausgeschlossen. Und deshalb ist es richtig, dass diese entstandene Situation binnen 24 Stunden bereinigt worden ist. Man kann nicht in einem Wahlkampf die klarste Abgrenzung zur AfD suchen. Man kann nicht eine Kandidatur erklären für die Mitte der Gesellschaft gegen AfD und Linkspartei und danach mit Stimmen der AfD ein Amt ausüben. Zu kandidieren ist legitim, aber es ist eben nicht möglich, bei jedem Zustandekommen einer Wahl ein Amt auszuüben. Ja, bitte. Herr Lindner, Sie haben ja eben auch die CDU-Vorsitzende aufgefordert, dass sie im Grunde ähnlich wie Sie jetzt auch handeln muss und hierfür Klarheit sorgen sollte. Haben Sie denn mit der CDU-Vorsitzenden heute gesprochen? Und im Grunde, wenn man ja Ihre Argumentation weiterdenkt, würde das ja auch für Frau Kramp-Karrenbauer heißen, dass sie sich mal dem Votum ihrer eigenen Partei Führung stellen müsste, um sich wieder zu legitimieren. Frau Kramp-Karrenbauer und ich waren in Kontakt. Welche Entscheidungen die CDU trifft, das ist nun wirklich nicht unsere Angelegenheit. War es denn überhaupt notwendig, dass Sie persönlich hier in Erfurt erscheinen müssen? Das lässt ja schon den Verdacht aufkommen, dass es mit dem Telefonat nicht gereicht hat, weil Herr Kemmerich ja gestern mit denselben Argumenten andere Schlussfolgerungen gezogen hat. Wichtige Fragen sollte man persönlich sprechen und außerdem war es uns wichtig, dass wir auch im Kreis der gewählten Abgeordneten der Fraktion über die Lage beraten. Dass Herr Kubicki gestern noch Glückwünsche ausgesprochen hat, um am nächsten Tag Neuwahlen zu fordern, wie würden Sie diese Kommunikation intern beschreiben? Ich bin nicht der Sprecher von Wolfgang Kubicki. Das müssen Sie ihn im Einzelnen fragen. Die Lage hat sich entwickelt und somit auch die Position und Einschätzung von Wolfgang Kubicki. Wir, wie Sie sehen, haben jetzt ein einheitliches Meinungsbild in der FDP, übrigens auch anlässlich einer Schalte, einer Telefonkonferenz des FDP-Präsidiums, haben wir uns dessen eben noch mal versichert. Direkt daneben. Herr Lindner, was sagen Sie dazu, dass ein FDP-Mitglied nicht, wenn er merkt, dass er mit AfD-Stimmen gewählt wird, sofort die Konsequenzen sieht und sagt, ich nehme die Wahl nicht an? Wie war da Ihre Reaktion? Herr Kemmerich musste eine Nacht schlafen über diese Entscheidung und die Situation. Das sieht schon ja die alte preußische Beschwerdeordnung vor. Und insofern finde ich, gebührt das auch sozusagen einer gewissen mitmenschlichen Rücksichtnahme, dass jemand in der Lage sein muss, eine Entscheidung, wenn absehbar ist, in welcher Konstellation man sie getroffen hat, dass man die dann, die spontane Entscheidung, danach auch revidiert. Hätten Sie 24 Stunden gebraucht? Ich will nicht solche Spekulationen in die Welt setzen, in so schwierigen Situationen, in der Thomas Kemmerich sich befunden hat. Das kann man nicht spekulativ beantworten, was Sie oder was ich da gemacht hätten. Zumindest will ich das nicht öffentlich tun. Hier war eine Frage. Ja, Herr Hoffmann vom ZDF. Sie haben gerade vorhin gesagt, dass Sie die Vertrauensfrage gerne weitergeben möchten. Jetzt sagte Sie ganz klar. Die Vertrauensfrage weitergeben? Was meinen Sie? Morgen nochmal. Also Sie haben gesagt, dass Sie morgen die Vertrauensfrage, dass Sie gestellt werden würde. Ja. Können Sie sich selbst
verantworten, nach so einem Eklat noch die Partei zu führen? Klar. Da hinten. Wann war denn der Punkt? Es hatte deutlich länger gedauert, als das Gespräch mit Herrn Kemmerich, als es ursprünglich angesetzt war. Hat es so lange gedauert, weil Herr Kemmerich von ihm nachhaltig überzeugt werden muss? Es ist gehört aus dieser Runde, dass Sie die Leute in Frage gemacht haben, dass Sie nicht mehr. Das war auch ganz interessant, was wir Ihnen gegen Ende zumindest bildtechnisch zeigen könnten. Und das ist definitiv nicht durch, ich zitiere das mal wörtlich, preußische Beschwerdeordnung gedeckt. Die müssten wir nämlich sonst aufrufen. Aber Preußen ist unser Stichwort. Nach diesem Statement von Christian Lindner wollen wir das sehr gern noch mal besprechen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten, mit Gerd Joachim von Fallois. Gerd, da waren einige sehr bemerkenswerte Äußerungen in diesem Statement von Christian Lindner drin. Ich beginne mal vorne. Man hat sich binnen 24 Stunden